Heute geht es bei uns um das Meer und damit herzlich willkommen bei Wuselgusel. Ah, da sind sie ja. Also hier, die Dinger müssen bitte aufgestellt werden. Das kann dort stehen bleiben und da hinten, da brauchen wir noch ein paar Nägel. Mhm. Wusel, was wird das denn? Oh, was ganz was Tolles. Halt dich fest. Ich eröffne ein Meereskundemuseum. Ich brauche ein zweites Standbein. Und du weißt ja selbst am besten, wie es ist, wenn es nicht mehr so läuft. Ne? Was soll das denn heißen? Kleiner Spaß. Ich liebe einfach das Meer. Und ich träume schon mein ganzes Leben von einem eigenen Meereskundemuseum. Tolle Idee, Wusel. Und das Meer ist super spannend. Vor Milliarden Jahren begann das Leben dort auf der Erde. Und über die Tiefsee wissen wir bis heute fast gar nichts. Mhm. Wusel, ich glaube, die wollen noch Geld haben. Hm? Oh, richtig. Ja. Sekunde. Das Museum ist eröffnet. So, ich krieg noch Eintritt von dir. Was? Wie viel denn? Sekunde. Ja. Wie viel denn? Hm. 200 Euro. Was? So viel? Na, hör mal. Das Meer ist super spannend. Dort begann vor Milliarden Jahren das Leben auf der Erde. Und von der Tiefsee wissen wir bis heute ja fast nicht. Wusel, die Worte hast du von mir. Und deswegen kriegst du ja auch die super mega Wahnsinns Monatskarte. Einschließlich Überraschung. Na gut. Dafür will ich aber auch was sehen. Mhm. Hier, bitteschön. So, da. Was? Das ist alles? Ein Urlaubsfoto von dir? Na, die Ausstellung entsteht ja gerade erst. Und du kriegst ja auch noch die Überraschung. Okay, was ist das? Eine herzliche Umarmung von mir. Und zwar die ganze Zeit während deines Museumsbesuchs. Okay, Wusel, du kannst wieder loslassen. Nein, auf keinen Fall. Du kannst doch was kriegen für deine 200 Euro. Bitte, Wusel. Unsere Erde aus dem All betrachtet. Sie wird der blaue Planet genannt. Denn es ist mehr Wasser als Land zu sehen. Die drei größten Wasserflächen sind der Atlantische, der Pazifische und der Indische Ozean. Dann gibt es noch viele Meere, zum Beispiel die Ostsee, das Mittelmeer, das Schwarze und das Rote Meer. Der Unterschied: Meere sind oft ganz von Land umschlossen. Ozeane liegen zwischen den Kontinenten, zum Beispiel Afrika und Amerika. Meere haben oft eine tiefblaue Farbe. Komisch, wenn wir Meerwasser in ein Glas gießen, ist das doch durchsichtig. Der Grund für die blaue Farbe ist die Sonne. Sonnenlicht sieht weiß aus, setzt sich aber aus vielen Farben zusammen. Bei einem Regenbogen könnt ihr das gut erkennen. Treffen die Sonnenstrahlen auf große Wassermassen, dann schlucken die alle Farben außer Blau. Je tiefer das Wasser ist, umso dunkelblauer sieht es aus. Deshalb ist das Wasser am Ufer auch durchsichtig. Außerdem spiegelt sich der Himmel im Meer, auch bei schlechtem Wetter. Dann sieht alles dunkel und bedrohlich aus. Sind wiederum viele Algen im Wasser oder am Boden, dann schimmert es auch mal grün. Wer schon mal im Meer baden war, hat es schnell gemerkt: Meerwasser ist salzig. Aber wie kommt das Salz dahin? Das meiste stammt aus dem Gestein der Erdkruste. Wenn es regnet, wäscht das Wasser die winzig kleinen Salzteilchen heraus. Über Flüsse wird es Richtung Meer transportiert und sammelt sich dort. Dazu kommen noch Salze aus dem Meeresboden und aus Unterseevulkanen. In einem Liter Meerwasser befinden sich etwa 3 Teelöffel Salz. Und wenn ihr das mal kosten wollt, Meersalz gibt es überall zu kaufen. Na, habt ihr noch Lust auf mehr Videos? Super, ich auch! Und das Beste ist, wenn ihr Videos schauen wollt, aber eure Eltern meinen, ihr sollt lieber draußen in der Sonne spielen, dann macht der Gewitteromat 3001, dass draußen schlechtes Wetter ist und ihr drinnen Videos gucken könnt. Ich habe das Gewitter hier im Studio gestartet. Ich sollte lieber rausgehen. Ihr könnt aber drin bleiben und noch ein Video gucken. Oder ihr spielt draußen. Der nächste Regen kommt bestimmt.